Ja, wir haben wieder einen Punkt mitgenommen. Das ist wichtig. Wichtig auch für die Moral. Aber natürlich, vor allem nach der ersten Halbzeit, wo wir, glaube ich, richtig guten Fußball gespielt haben, wo wir richtig dominiert haben, Köln weit weg von unserem Tor gehalten haben, haben wir uns natürlich einiges mehr vorgenommen, vor allem auch für die zweite Halbzeit. Aber es ist jetzt das zweite Spiel innerhalb weniger Tage. Ich glaube, man hat auch vor allem dann nach dem Ausgleichstreffer gemerkt, dass uns das Spiel auch ein bisschen an die Substanz gegangen ist. Aber das ist ganz normal. Da hat dann Köln nochmal ein bisschen Oberwasser gekriegt. Und man muss dann auch ganz ehrlich sagen, glaube ich, dass dann auch, wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, dass der Punkt dann auch in Ordnung geht. Wie bitter ist es, solange die Führung mit diesem 1:0 weit in die zweite Halbzeit hinein und dann doch noch den Ausgleich zu bekommen? Ja, sehr bitter, eben wie schon gesagt, vor allem nach der ersten Halbzeit. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, wir haben wieder gute Leistung gezeigt, haben wieder einen Punkt mitgenommen. Jetzt haben wir 31 Punkte, die nimmt uns keiner mehr und geht am Samstag schon wieder weiter. Von dem her können wir da wieder Punkte sammeln. Du hast es gerade gesagt, am Samstag geht schon weiter. Letzten Samstagspiel, heute Spiel, also mittendrin in der englischen Woche. Ja, wie geht man damit um? Wie schafft ihr das? Ja, unsere Physios haben natürlich Haufen Arbeit jetzt diese Woche, aber ich glaube, die machen es ganz gut. Und natürlich heißt da an jeden selber gut regenerieren. Die Trainingseinheiten sind natürlich auch angepasst an die englische Woche und von dem her können wir da super uns vorbereiten für das nächste Spiel. Und da frage ich auch gleich, das nächste Spiel, da geht es auswärts gegen Frankfurt am kommenden Samstag. Was habt ihr euch da vorgenommen? Das gleiche wie jedes Spiel natürlich. Wir wollen wieder unser Ding durchziehen. Wollen wieder den Gegner so weit wie möglich von unserem Tor weghalten, unser Pressing praktizieren und natürlich wieder Punkte mitnehmen, am besten drei, aber Frankfurt ist natürlich auch am Kämpfen. Die brauchen auch unbedingt die Punkte und von dem her wird das sicher ein interessantes Spiel. Ist das Kämpfen das Motto für die nächsten Spieltage? So viel sind es ja dann nicht mehr in der Rückrunde. Ja, Neun noch? geht dahin, ja, so soll es auch sein, aber wir sind fleißig am Punkte sammeln und ja, geht dann schnell. Und ihr habt euch jetzt zumindest da mal festgebissen. Und das ist wahrscheinlich auch das Ziel für die Rückrunde, dass man an diesem in der Mitte von der Tabelle auch zumindest bleibt. Ja, es wäre natürlich, Also glaube ich, weiter oben wäre natürlich auch. wäre auch okay, aber ich glaube, dass, wie gesagt, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel, wollen weiter so gut wie möglich Punkte sammeln und ich glaube, es ist für das ganze Umfeld da entspannter, wenn man die Position so gut halten können, wie es geht und dann wird man ja sehen, was passiert. Dann drücke ich die Daumen, dass am kommenden Samstag die Punkte nicht geteilt werden, sondern alle drei So ist es. an die Schanz gehen. Alles Gute und danke fürs Dasein, Lukas Hinterseher. Danke, kein Vielen Problem. Dank. Danke.